Und willkommen zur dritten Folge BeamNG. Und heute haben wir den EDKI und ich habe ihn mir in der Garage ein bisschen getuned. Und wir haben mit, wie man sieht, schon eine Anhängerkupplung. Und die werden wir erstmal gleich schön verwenden. Also spawnen wir jetzt noch einen Anhänger. Und fahren da vielleicht ein Peachen, vielleicht noch was anderes drauf. Mal schauen. Spawnt natürlich schon mal sehr gut. Okay. Wenn der Anhänger meint, sich erstmal komplett zu zerreißen müssen, dann macht das. So. Ja gut, jetzt. So, dann fahren wir jetzt mal nach hier vorne. Fahren den runter. Sollten vielleicht auch da vorne nochmal Anbremse reinziehen. Was können wir denn jetzt hier so schön rauffahren? Wir wissen ja, dass die großen Autos nicht ganz gut raufpassen. Einziges Variante wäre echt der Peachen, glaube ich. So, was haben wir denn hier? Der sieht doch ganz niedlich aus. Ne, hier, Stützräder. Spanio, da kann er sich umgucken in der Kurve. So. Alter. Wieso baut man so ein Auto? Kommen wir da jetzt überhaupt rauf? Ja. Okay, nicht ganz mittig, aber sollte passen. So, jetzt hier hoch und stößt er dagegen. Passt. Muss so. Wieso dreht sich das Rad da vorne? Okay. Also. Hier ein bisschen rauszoomen mit der Kamera. So, dann fahren wir jetzt mal gleich links. Man kann ja hier sogar blinken, so. Wäre jetzt nicht sofort peachen. So, jetzt mal aufhören zu blinken, Auto. Ich glaube, wir müssen den Peachen nochmal gleich rücken. Sonst macht er uns hier gleich einen Abgang. Hier schaut mal im Rückspiegel da. Der ist ja schon halb auf der Straße. Peachen? Okay. Der zieht mich hier gerade ein bisschen schräg. Peachen? Ich würde mal sagen, wir halten hier mal kurz an. So, ja, da verabschiedet er sich ja schon. So. Hier wieder Handbremse drin. Dann wieder Realtime. Der fährt sich jetzt hier schon runter. Müssen wir den mal wegziehen hier. Ja, okay, vielleicht nicht so. So, dann lass uns jetzt mal einen anderen Peachen wählen, weil ich glaube, dass das was mit den Rädern da zu tun hatte, dass er sich irgendwie verhakt hat oder so. Weil leider, wir haben auch keine kleineren Fahrzeuge. Hier ist Spanio. Nein, also, replacen wollte ich da eigentlich scheiße. Da muss ich den jetzt, kann ich den delecten gleich oder muss ich den jetzt mit irgendeinem Scheiß wechseln? Hier. Nein. Danke. Fahren wir den mal rückwärts rauf. Relativ perfekt sogar. Okay, nochmal. Runter. Hallo, Auto.
Ah. Auspuffanlage hängt da, glaube ich, fest. So. Muss hier ein bisschen gedrückt werden. So, jetzt hier ganz leicht. Oh. So. Handbremse drin. Den jetzt hier hoch. Können wir dann noch mal ein bisschen nach vorne fahren. So, steht er dann auch gut mittig. Naja, hätte besser sein können. Und let's go. Lass uns das nochmal festhalten, wie schön er hier steht. Oh, ey. Ist jetzt sogar schon die Achse vom Peachen gerade gebrochen dabei? Ja gut, wir haben den Baum hier leicht touchiert. Aber eigentlich unser Rad hat es gut überlebt. Aber dann ist der Peach schon hinten noch hingeflogen. Mal gucken, wie weit wir hier noch kommen. Der hat jetzt ein bisschen links drei. Ist natürlich verständlich. Okay. Ja. Okay, dann lass uns den Peach, den LKI nochmal so fahren. Ohne Anhänger. Ah, so knapp. So, hier wieder Blinker drin. Wieso will er nicht, der Blinker? Jetzt würde er gehen. Okay. Oh. Voll beschädigt, Alter. Voll durch den Busch. Okay, lass uns hier nochmal replacen. Brauchen hier nur unnötig Performance. Und dann ihn hier. Ja, da sehen wir auch hinteres Rad und Tank beschädigt. So. Und schon können wir weiterfahren. Aber es ist geil, dass man hier auch eine Anhängerkupplung gerade machen kann. So. Überschlag dich jetzt nicht oder verliere nicht die Kontrolle wegen den Curves. Ja. Hier sieht man nochmal schön, wie die angebracht wurde. Okay, ich kam nur ins schlitternde. Was ist mit der Achse hinten los? Ach du Scheiße. Okay. Das bringt gerade alles irgendwie nichts. Das Auto ist komplett, ey. Alter. Weil man als Fahrer sieht doch gar nichts mehr. Warum habe ich den Turbo? Ja, ich habe den Turbo ausgebaut. Weil die Leiste da in der Mitte, wo der Turbolader normalerweise ist, oder wo halt die Anzeige ist, ist jetzt gerade nicht da. Alter, wie das aussieht. Okay. Jetzt lassen wir es hier nochmal voll brettern. Richtig schön gleich gegen eine Wand. So, hier jetzt nicht die Curves berühren. In this moment, he knew he fucked up. Alter. Es sah jetzt gar nicht so schlecht aus, aber naja. Aber zum Glück hat es unsere Stoßstange getroffen und hat jetzt nicht das Fahrverhalten beträchtigt. Mal gucken, ob wir hier jetzt die Kurve schaffen. Ne, komplett übersteuert. So. Drehe dich bitte. Hat hier echt keine Haftung. So, mal schauen. Hier jetzt hier schön Tempo aufnehmen.
Und mit 161 km/h 100 mal langsamer. Oh mein Gott. Alter. Bei dem Auto könnte jetzt halt hinten auch vorne sein. Das hier sieht aus wie eine überdimensionale Zündkerze. So, lass es das mal umdrehen. Und, ja. Nicht das. So. Habe ich immer noch Slow-Mo drin? Sieht so aus, ne? Ja, jetzt Realtime. Also, das könnte jetzt auch schon gut vorne sein und... Ah, Hälftestange und Motor. Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Ach du Scheiße, Alter. Völlig demoliert. Achse auseinandergedrückt, ey. Da funktioniert nichts mehr. Alter. Okay. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da und dann schreibt in die Kommentare, was ich besser machen kann. Schreibt, was ihr wollt, was ich für Crashes mache. Und dann würde ich sagen, haut da rein, bis zur nächsten Folge. Und schon wieder der gleiche Crash und ciao.